und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich mache immer irgendwas anderes mit meinen Händen. Wie bitte? Du guckst mein Video und hast mich noch nicht abonniert. Das holst du aber bitte ganz schnell nach. 3, 2, 1. Dankeschön. Alles lustig, ich weiß nicht. Ich habe heute mal wieder mein anderes Objektiv ausgepackt. Mein Hintergrund ist super unordentlich, deswegen ist es ganz cool, dass die Hintergrundunschärfe hier regelt, würde ich mal sagen. Auch wenn ich gleich noch ein, zwei Produkte, ihr seht schon die Blumen da hinten, gleich zeigen muss. Möchte, by the way. Ich bin gerade so ein bisschen in so einem Struggle mit mir selber, weil ich glaube, jeder von euch hat die unendlich nervige Diskussion auf Instagram mitbekommen mit diesem, was muss man kennzeichnen, was nicht. Und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, betrifft das alles nur Instagram oder nicht oder doch oder ist ein Haul davon ausgenommen? Deswegen, entweder kennzeichne ich das jetzt hier mit Werbung oder nicht. Ich werde für dieses komplette Video, aber nur damit ihr es wisst, nicht bezahlt. Das ist einfach ein ganz normaler Haul, wie ich ihn auch sonst immer drehe, aber ich habe halt irgendwie jetzt Schiss. Also mal schauen, also nur falls jetzt hier gleich Werbung steht, dann nicht wundern, dann ist es einfach nur zu meiner Sicherheit. Wie der Titel schon sagt, ist das ein ganzer Amazon-Haul. Ich spreche jetzt extra scheiße aus, weil ich immer noch nicht weiß, wie man es ausspricht. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem allerersten Teil. Das hier habe ich von Amazon. Das ist ein T-Shirt. Ich stehe mal ganz kurz auf. Das habe ich so in die Hose gesteckt. Das ist in Größe M. Das ist so dunkelblau. Die Arme sind so ganz normal. Hier ist nochmal das Hilfiger-Logo, weil Tommy Hilfiger, you know. Das ist halt vom Fit nicht wirklich Oversize, deswegen habe ich es mir in M geholt, weil ich bin auch echt froh, dass ich es mir in M geholt habe, weil in S wäre es mir eindeutig zu eng. Also das ist das allererste Teil, ich glaube, das hat 29 Euro oder so gekostet. Alle Teile verlinke ich euch wie immer in der Infobox, also schaut da vorbei. Meine Ketten sind ausnahmsweise nicht von Amazon, die sind, oh jetzt sage ich Amazon, ja Mann, weil alle mich hier irgendwie verwirren. Also meine Ketten sind nicht von dort. Die sind von ASOS. Die kann ich euch aber auch mal verlinken, wenn ich die noch finde. Also zwei verschiedene, sind einmal die hier und einmal diese längere. Ich finde irgendwie, ich liebe diese Art von Style irgendwie so heftig. So ein bisschen so edgy, grungy, badass, that's me in Style-Richtung geschrieben. Also so würde ich gerne aussehen. Auch wenn ich irgendwie gar nicht badass und so bin, sondern aber ich will gerne so aussehen. Ich würde sagen, wir bleiben ganz kurz bei Schmuck, weil mir, also wie ihr seht, ich liebe es, Ringe zu tragen. Achtet nicht auf meine Fingernägel. Ich hatte letztens so eine Situation, ne? Da war ich bei einem Fotoshooting für ein Projekt, was demnächst auf euch zukommt. Leute, das wird so heftig. Das habe ich noch mit zwei anderen Mädchen zusammen gemacht. Und ich hoffe, ihr freut euch. Es wird was richtig, richtig Geiles auf euch zukommen. Auf jeden Fall war ich da im Fotoshooting und wir haben alle so was in der Hand gehalten, was auf euch zukommen wird. Und dann sagt die Fotografin ernsthaft zu mir, du versteckst da am besten deine Fingernägel. Und ich dachte mir so, oha. Weil, Leute, die sahen da nicht so aus wie jetzt, so ein bisschen abgeschrammt, sondern ich habe die wirklich extra für den Abend, für den Tag rot lackiert und die waren genauso lang wie gerade, also nicht kurz, aber auch nicht lang, also so normal. Aber anscheinend ist es heutzutage Pflicht, Fake-Nägel zu haben, aber ich wehre mich vehement dagegen. Also Leute, schlagt mich ruhig zusammen, wenn ich mir jemals welche machen werde, weil ich hatte schon mal welche und ich habe es absolut bereut. Also jeder, der schon mal versucht hat, seine Fake-Nägel rauswachsen zu lassen, der weiß, glaube ich, wovon ich rede, dass das absolut nervt und ich werde das nie wieder tun, auch wenn ich das manchmal richtig schön finde. Also wir bleiben bei Schmuck. Oh mein Gott, ich schweife ab und drehe jetzt schon wieder durch. Ich habe mir ganz viele Ringe gekauft. Ich merke gerade, dass ich wieder die Hälfte der Ringe schon wieder verloren habe. Und vor allem, ich hatte welche davon doppelt. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Der erste Ring ist dieser hier. Der ist mega schön. Den gibt es in einem Zweier-Set. Die sind richtig, richtig günstig. Um mal zu kurz zu sagen, also den hier gibt es in Gold und in Silber. Also das ist ein Set aus Gold und Silber. Und ich habe den mir in einer größeren Größe geholt, damit er so am Daumen sitzen kann. Also ich mag das halt einfach irgendwie auch Daumenringe zu haben. Ich wollte Ringe haben, die Sterling-Silber sind. Genau, also so aus so einem Silber, was nicht abfärbt. Weil ich weiß nicht, ich habe ja letztens schon die Geschichte erzählt, dass ich so ein Band am Hals hatte. Und das habe ich dann abgemacht. Und dann war ich da grün. Und ich habe das ganze Event lang nicht gemerkt. Das ist sozusagen das Problem davon, wenn man so billigen Schmuck trägt. Weil wenn man dann schwitzt, dann ist es meistens nicht ganz so geil, was da an der Haut zurückbleibt. Und deswegen wollte ich mir Schmuck holen, der so ein bisschen hochwertiger ist, der, den man halt auch tragen kann, wenn es heiß ist, weil es ist Sommer. Hello. Ich glaube, jetzt kommen wir zu meinem Highlight-Ring. Das ist ein Set aus zwei Ringen. Also die kann man auch einzeln tragen, aber ihr seht, glaube ich, was ich meine. Das ist einmal so ein Glitzer-Halbmond und so ein Kreis. Und das sind, wie gesagt, zwei einzelne Ringe, aber zusammen machen die halt so ein cooles... Oh, ich finde, das sieht einfach mega schön aus. Meine nächsten Teile sind hier schon ineinander verknotet. Die machen Lidl. Der sieht so aus. Den finde ich auch mega, mega schön. Der glitzert so ein bisschen und es ist halt so, sozusagen so ein Dreier. Und für alle, die Schmuck hassen, es ist gleich vorbei. Tut mir leid. Ich habe mir noch so eine Fußkette bestellt. Ich wette, das wird jetzt nicht fokussieren. Wie auch.
Ich habe ja schon diese eine von Thomas Sabo und jetzt habe ich mir noch so eine in so einem schönen Silber bestellt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Fashion und Handtaschen und Sonnenbrille. Ich zeige euch zuerst die Sonnenbrille. Ich habe mir eine neue Ray-Ban Sonnenbrille gekauft und ich muss sagen, ich feiere es so heftig an Amazon. Aber, oh, ich sag echt, Mann! Ich weiß so heftig, dass die da auch so Marken wie Ray-Ban und so haben. All Black Sonnenbrille haben. Und wer mich kennt, weiß, im Sommer komme ich nicht ohne Sonnenbrille klar. Ich lebe in Sonnenbrillen, weil irgendwie bin ich lichtempfindlich und Sonnenbrillen sind meine Babys. Ich habe so unfassbar viele Sonnenbrillen. Wenn ihr hier einmal herkommt und meine Sonnenbrillen anguckt, denkt ihr euch so, aber sonst ist alles in Ordnung bei dir. Ja, auf jeden Fall, Sonnenbrillen sind so ein Tick von mir, genauso wie Jacken, würde ich sagen. Und Ringe. Jacken, Ringe, Sonnenbrillen, hello, that's me. Und wenn Parfum nicht so scheiße teuer wäre, wäre es eigentlich auch Parfum, weil ich liebe Parfum über alles. Auf jeden Fall finde ich die mega, mega schön, vor allem mit diesen dünnen oberen Details noch. Und ich mag es, wenn Sachen irgendwie so ein bisschen besonders aussehen, aber trotzdem basic. Und All Black, I love All Black. Komm schon mal zurück in dein Bettchen hier. Dann habt ihr bestimmt schon auf Instagram gesehen. Falls ihr mir da noch nicht folgt, ich heiße da Sunny Loops. Folgt mir da gerne, da poste ich immer mit meinen neuesten Sachen eigentlich sofort Bilder. Tada! Oh. Ey, Leute, wie schön ist diese Tasche. Ich liebe sie. Ich muss sagen, ich habe wenige Taschen, die so einen Riemen haben, der auch aus Leder oder Kunstleder besteht. Weil sonst mag ich das immer, wenn die so Ketten haben. Aber ich finde es eigentlich auch mal erstens sehr bequem mit so einem Riemen und zweitens irgendwie auch cool. Weil hier ist ja schon diese Kette. Und was ich an dieser Tasche mag, ist, dass da viel mehr reinpasst, als man sagt, als man denkt. Und ja, sie hat hier noch so einen Riemen. Und damit ist sie irgendwie so mehrfach tragbar, wie man will. Und ich finde, es sieht einfach unfassbar stylisch aus. Also, wenn eine Tasche Sunny Loops heißen würde, dann wäre es sie, glaube ich. Weil irgendwie passt die einfach zu mir. Die ist wenigstens rot, mal so ein bisschen was anderes, aber auch trotzdem basic, so vom Schnitt. Und mit so einem kleinen Detail, hello, einer Kette, die ein bisschen badass aussieht. That's my bag, man! Und das Coole ist, eben hier könnt ihr sogar euer Handy reinstecken, weil ich hatte das zum Beispiel letztens auf dem Event, da hast du ja immer dein Handy eigentlich in der Hand, wenn dir langweilig ist. Und dann kommt aber irgendwer und dann willst du schnell verstauen, willst aber nicht deine Tasche aufmachen, weil du dann voll schnell überfordert bist. Auf jeden Fall bin ich das. Und dann stopfst du es hier einfach rein und perfekt. Ich liebe das. Und es fühlt sich so schön an. Das ist so ein richtig weiches Leder irgendwie. Das ist, glaube ich, Kunstleder, keine Ahnung. Das ist mit so einem Druckverschluss. Und hier drin ist irgendwie auch richtig viel Platz. Da ist eine... Es ist keine Binde, sondern es ist so ein Verband, weil ich mir an dem Tag den Daumen aufgeschnitten habe. Oh, und mein Lippenstift ist hier drin. Und 2 Euro. Ich bin doch nicht arm. Meine Karte wurde gesperrt. Also ich habe sie sperren lassen, weil ich sie verloren habe. Und ich muss jetzt warten, bis sie mir zugeschickt wird. Und ich habe kein Geld. Ich habe einfach kein Geld gerade. Ich habe aber jetzt 2 Euro. Woo! Das Coole an der Tasche ist, dass sie hier erstens noch so 2 Fächer hat. Und in diesem Fach hier sind noch so Kartensachen und so. Das heißt, wenn euer Portemonnaie zu groß ist, könnt ihr trotzdem eure Geldkarte... Oh Leute, stellt euch mal vor, jetzt wäre hier meine Geldkarte drin. Ich will... Oh nein. Aber ich hätte mir wirklich jetzt im Video eine reingehauen. Ihr könnt euren Ausweis, eure Geldkarte und so hier alles drin verstauen. Das finde ich irgendwie mega praktisch, mega cool. Ich glaube, es ist auch voll diebstahlsicher. Also ich meine, klar, wenn ihr eure Tasche klaut, nicht. Aber dann greift niemand rein und holt euer Portemonnaie raus. Oder es kann euch nicht runterfallen. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall liebe ich die. Es ist echt meine neue Lieblingstasche. Dadurch, dass ich jetzt echt viel mehr auf Events bin als früher. Ich glaube, alle, die mich so ein bisschen länger verfolgen, die merken das auch. Ich bin da euch so dankbar, dass ihr mir so die Chance gebt, dass ich auf so coole Events eingeladen werde. Ich habe immer so auf die ganzen YouTuber und Influencer gestarrt, die so immer irgendwo eingeladen wurden. Und ich dachte mir immer so, hä, warum zieht mich keiner? Ich will auch. Und jetzt werde ich auch auf so viele Events eingeladen. Das ist so schön. Aber auf jeden Fall sehe ich da halt immer so topgestylte Frauen, die immer auf jedem Foto eine neue Handtasche haben und so. Und ich glaube, das hat mich halt einfach so ein bisschen so, ja. Also ganz ehrlich, bis ich mir eine richtig teure Markenhandtasche hole, da muss noch einiges passieren. Aber ich habe mir jetzt noch eine gegönnt. Ich mag eigentlich Versace nicht, ne? Ich mag die Marke eigentlich nicht, aber diese Tasche, die hat mich im Online-Shop irgendwie umgehauen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich denke auch immer so, bei Amazon kann man so leicht und easy zurückschicken. Versuch einfach mal, sonst schick zurück, aber irgendwie hat sie mich so umgehauen. Das ist die Tasche, Leute. Vielleicht ist sie jetzt nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde sie mega geil. Das ist so ein ganz, also es ist so ein ganz leicht glänzendes so Schlangenlederimitat oder Krokodillederimitat mit einer bisschen protzigen Schnalle, die aber absolut edel noch aussieht. Also ich finde auch, das Gold ist nicht gelb, das ist so eher so ein Weißgold. Das sieht so schön aus. Ich hasse ja so richtig intensives Gelbgold. Also sagte sie und hielt diesen Ring in die Kamera. Der nicht fokussiert. Ich finde diese Tasche einfach mega. Die kann man halt auch so verstellen, groß, also lang tragen oder kurz tragen. Und die hat auch mehrere Fächer. Achso, das ist ein anderer Verschluss. Hat mehrere Fächer drin, da ist super viel Platz drin. Hat echt super viele Fächer drin. 3, 4, ja.
Also diese Tasche wird auf jeden Fall auch mein neues Baby werden. Dann habe ich mir letztens ein Parfum gegönnt und ich konnte es nicht fassen. Bei Douglas habe ich es gerochen, weil ich wollte es mal wieder riechen. Ich hatte das, glaube ich, als ich 15 oder 16 war, immer getragen. Ich konnte es ja immer nicht mehr auf es verzichten. Und dann habe ich es bei Douglas gesehen und bei Douglas war es aber irgendwie relativ teuer. Und dann habe ich einfach, während ich in Douglas war, so gegoogelt, ob es das nochmal online gibt. Und online gab es einfach 100 Milliliter für den Preis, den es bei Douglas 30 Milliliter gibt. Die Rede ist von Juicy Couture. Von, Viva la Juicy heißt es, von Juicy Couture. Es sieht halt super kitschig aus, aber ich finde es mega schön. Es riecht einfach so geil, Leute. Ich will mich damit jetzt ansprühen, mir reicht es. Ich habe 100 Milliliter, ich kann mir gönnen. Das Parfum, oh, es riecht so gut und es erinnert mich halt irgendwie so daran, dass ich immer so nach Hause kam und immer das Parfum gerochen habe, ne? Das war meins, okay? Ich habe es mir gekauft von meinem Weihnachtsgeld. Und ich habe halt gemerkt, dass meine Schwester sich damit eingesprüht hat. Und ich bin immer zu meiner Schwester gegangen und gesagt, Alter, hast du mein Parfum schon wieder benutzt? Für mich war das damals so eine heftige Investition. Ich war noch richtig jung, ich habe mein Weihnachtsgeld dafür ausgegeben. Und dann benutzt es jemand, ohne zu fragen. Und sie war so, mm-mm. Und ich so, ach so, und warum riecht dann hier der ganze Flur danach? Und ich war gerade 8 Stunden in der Schule, es kann nicht mehr von mir sein. Ja, also daran erinnert es mich irgendwie. Und eigentlich haben wir uns da immer gestritten. Also es ist eigentlich gar nicht so eine schöne Erinnerung, aber irgendwie auch so eine gemütliche Erinnerung. Deswegen, ich liebe es einfach, es ist mein Baby. Dann habe ich mir nochmal 2 Halterungen gekauft. Ich habe sie jetzt gerade noch nicht ausgepackt. Das ist einmal sowas, da packt man seine ganzen so Rouge, Bronzepuder und sowas rein. Das habe ich schon mal. Sowas hier meine ich. Davon habe ich schon 2, habe ich gerade gemerkt. Aber anscheinend brauche ich noch ein drittes, weil es reicht mir nicht am Platz. Ich liebe es halt einfach, Sachen so zu sortieren, dass sie nicht hin und her fallen. Und das habe ich in einem Video von Dagi gesehen und da habe ich es mir direkt nachgeshoppt. Und wenn ich schon mal dabei bin, habe ich mir auch gerade nochmal das hier gekauft. Das habe ich aber auch noch nicht ausgepackt. Das ist hier drin, ne? Das ist so ein Paletten. Das ist so ein Palettenhalter, die ihr so selber variieren könnt, wo ihr die Mittelteile reinsteckt. Und ich habe auch zu viele Paletten und deswegen habe ich mir das nochmal gekauft. Dann habe ich mir nochmal mein allerliebstes Fixing Spray nachgekauft. Das ist auch nicht von Amazon gewesen, sondern habe ich von Douglas bestellt. Ach, das ist kein Fixing Spray, was laber ich? Das ist ein Primer Spray. Und Leute, ich sag euch, das ist das beste Primer Spray, was es auf dem Markt gibt. Auf jeden Fall für meine Haut. Und ich weiß nicht, was für eine Haut, aber ich habe, glaube ich, trockene Haut, die trotzdem ölig wird. Was auch immer das ist. Dann habt ihr ja bestimmt diese beiden Schätzchen schon im Video gerade gesehen, im Hintergrund. Und Leute, ich werde von jedem, der mich zu Hause besucht, gefragt, ob die echt sind. Oder beziehungsweise die Reaktion kommt, was, die sind unecht? Ich habe die schon mal auf Insta-Story gezeigt, aber ich zeige sie euch jetzt nochmal, weil die alle von Amazon sind. Das hier sind so eine Real-Touch-Rosen oder so. Ich war mega lange auf der Suche nach solchen Rosen, die nicht so fake aussehen. Also Leute, die sehen wirklich echt aus und die fühlen sich auch relativ echt an. Dann habe ich mir auch noch Lilien gekauft. Ich muss sagen, ich hatte erst mega Angst, als sie angekommen sind. Also Lilien sind einer meiner liebsten Blumen. Und die sehen halt schon ein bisschen unechter aus, weil die so ein bisschen mehr glänzen, also vor allem diese Dinger hier, das ist halt mehr Plastik. Trotzdem finde ich sie mega schön, vor allem vom Weiten finde ich, sehen die richtig, richtig echt aus. Als die ankamen, hatte ich voll Angst, weil die so richtig zerknüllt waren, also extrem zerknüllt. Und dann war ich einfach so voll genervt, habe die einfach hier reingestellt und nach 2 Tagen sind die einfach alle so aufgegangen und sahen voll gut aus. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt und jetzt sind sie einfach mega schön und ich bin happy und sie stehen jetzt auf unserer neuen Konsole. Und zu guter Letzt eine Sache, die gar nicht so typisch für mich ist. Ich habe mir einen Entkalker bestellt. Leute, das ist das Beste, was ich machen konnte, weil ich hasse, hasse, hasse Leitungswasser. Über alles. Ich finde, das schmeckt immer nach Eisen. Ich kann mir das nicht geben. Ich kann es einfach nicht trinken. Seit ich dieses Ding habe, kann ich es trinken. Was ist das? Ich check's nicht. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar dafür. Irgendwie nimmt es diesen Eisengeschmack raus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wie ihr seht, ist er schon fleißig in Benutzung. Ich kann einfach wieder Leitungswasser trinken. Ich kann Geld sparen. Und das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird langsam dunkel draußen. Ich habe gerade mit Tageslicht gedreht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat aus diesem Einkauf. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich mega, mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.